Gewalt in Fußballstadien hat es immer schon gegeben. Doch in der laufenden Fußballsaison nehmen die gegenseitigen Vorwürfe von Polizeikräften und Ultras stetig zu. Es kommt zu Schlägereien, Schmähplakate verleumden die Einsatzkräfte als Bastarde. Was ist da los? Wir haben uns darüber mit Michael Mertens unterhalten. Er ist stellvertretender Bundesvorsitzender der GdP und leitet den Landesbezirk Nordrhein-Westfalen, in dem der Fußball eine herausragende Bedeutung hat. Herr Mertens, wie sieht es aktuell rein statistisch gesehen mit der Gewalt in Fußballstadien aus? Welche Prognose geben Sie für die laufende Saison ab? Diese Zahlen werden sich nochmal deutlich erhöhen, insbesondere bei der Pyrotechnik. Und bei der Pyrotechnik war es bis dato so, dass die Heimmannschaften durchaus davon Abstand genommen haben, in ihrem eigenen Stadion zu zündeln. Das ist jetzt komplett anders. Ich verweise an dieser Stelle mal auf das Spiel 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach. Man kann am Ende sagen, hat die ganze Kurve gebrannt. Und die Strafen, die der 1. FC Köln jetzt zahlen soll, hat dem 1. FC Köln, um mal umgerechnet was zu sagen, einen Stürmer gekostet. Man hat den Eindruck, die Nerven liegen blank. Wenn jemand mit einem ungültigen Ticket ins Stadion will und die Ordner ihn nicht reinlassen, ist das gleich ein Anlass für eine Schlägerei. Wer kein Ticket hat, hat keinen Zugang zum Stadion. Und wenn die Ordner das monieren, dann ist das deren Aufgabe und deren gutes Recht. Und wenn sie ihre Aufgabe dann nicht alleine durchsetzen können, dann kommt die Polizei ins Spiel, wird gerufen und muss dann eben dafür sorgen, dass Recht und Gesetz umgesetzt werden. Das ist die Aufgabe der Polizei. Das können wir nicht ändern, das wollen wir auch nicht ändern. Das müssen wir als Polizei dann umsetzen. Oftmals wird genau diese Ticketproblematik genommen. Die Gästefans reisen sehr spät an und üben so Druck auf die Ordner, die Kontrollen eben etwas lockerer durchzuführen. Und das führt zu diesen Konflikten, die wir gerade genannt haben, die Sie angesprochen haben, dass dann bei den Kontrollen eben auch viele Tickets aufmerksam werden. Und das muss umgesetzt werden. Die Ultras sagen nun, die Polizei sei der Täter und die Ultras die Opfer. Was sagen Sie dazu? Die Diskussion, die Täter-Opfer-Rolle umzudrehen, kennen wir zu Genüge. Es wird auch oft genug behauptet, dass allein unsere Anwesenheit oder nur unsere Anwesenheit provozieren würde. Dem kann ich nur vehement widersprechen. Zum einen belege ich das damit, dass ganz viele Menschen sich freuen, Polizei zu sehen, damit das Erlebnis Fußball ein Familienerlebnis bleibt. Und ein zweiter Punkt, wir haben oftmals Auseinandersetzungen an Drittorten, eben da, wo Polizei nicht präsent ist oder sein kann in der Fläche. Bei dem berühmten, im negativen Sinne berühmten Auswärtsspiel des 1. FC Köln in Nizza haben die Kölner Ultras die Gunst der Stunde genutzt, dass in Nizza die Polizei eben nicht präsent waren und haben ihre Straftaten, ihre Schlägereien im Stadion begangen. Also das ist ein klares Beispiel. Ohne Polizei würde die Gewalt im Fußball weiter eskalieren. Wie kommt man denn aus dieser Situation wieder heraus? Müssen sich dafür nicht beide Seiten bewegen, die Ultras und die Einsatzleitungen der Polizei? Die Kommunikation ist einseitig eingestellt. Wir als Polizei suchen immer das Gespräch, wollen auch durch Gespräche Konflikte vermeiden, aber die Ultras sprechen nicht mit der Polizei. Ultras haben sehr großen Einfluss in den Vereinen selber. Das ist von Verein zu Verein sehr unterschiedlich ausgeprägt, aber das macht das polizeiliche Arbeiten gerade in diesem Bereich rund um den Fußball richtig, richtig schwer. Wie hoch ist die Belastung der Polizeibeamtinnen und Beamten denn derzeit im Zusammenhang mit dem Fußball? Die Belastung durch den Fußball in der Bundesliga, 1., 2., 3. Liga und auch Regionalliga bedeutet für die Polizei rund 2,5 Millionen Einsatzstunden jährlich unmittelbar im Zusammenhang mit dem Fußball. Dabei sind die Vorbereitungen und Nachbereitungshandlungen nicht eingeschlossen. 2,5 Millionen Einsatzstunden bedeutet ungefähr 1.700 Polizistinnen und Polizisten, die das ganze Jahr nichts anderes machen, als Profifußball zu begleiten. Was denken Sie über die Sicherheit bei der bevorstehenden Fußball-Europameisterschaft, die von Mitte Juni bis Mitte Juli in Deutschland stattfinden wird?
Bei der Fußball-Europameisterschaft ist Europa zu Gast in Deutschland. Und ich bin da zutiefst überzeugt, dass wir da eine andere Fankultur erleben werden. Auch da wird es Konflikte geben, die überhaupt nicht vergleichbar sind mit dem aktuellen Geschehen rund um den Profifußball in Deutschland. Das liegt zum einen daran, dass die Stadien von der UEFA klar auch abgenommen werden. Es wird ein Sicherheitsbereich definiert rund um das Stadion, sodass der Zutritt für diese gewaltbereite Fußballszene oder gewaltsuchende Fußballszene eben nicht möglich sein wird. Deswegen mache ich mir rund um die Europameisterschaft nicht zu viele Gedanken. Der Personaleinsatz wird immens sein. Wir haben auch querbeet in allen Bereichen Urlaubssperren. Wir werden gute Gastgeber sein, auch als Polizei für die Sicherheit aller Menschen sorgen. Aber es wird nicht vergleichbar sein, da bin ich überzeugt von, mit dem Profifußball in Deutschland. Sie selbst sind auch Fußballfan. Fühlen Sie sich denn noch im Stadion sicher? Ich fühle mich auf jeden Fall noch sicher im Stadion. Es sind ganz, ganz wenige, die den Fußball missbrauchen, für ihre Absicht Gewalt auszuüben und im Stadion die Kurve für sich beherrschen wollen. Das sind nicht die Fußballfans. Und ich muss auch eins sagen, wenn es in Deutschland einen rechtsfreien Raum gibt, dann sind das die Kurven in einem Fußballstadion. Nirgendwo in Deutschland würde man bei Straftaten nicht einschreiten, sondern nur auf Videobilder sich verlassen, in der Hoffnung, man kann die Straftäter später ermitteln, als in einem Fußballstadion. Und das stimmt mich bedenklich. Sowas darf es in einem Rechtsstaat wie Deutschland eben nicht geben. Vielen Dank, Herr Mertens. Ich habe mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei über die aktuelle Sicherheitslage im Fußball und die bevorstehende Fußball-Europameisterschaft gesprochen. Bis zum nächsten Podcast.